außer wenn man daraus versteht, dass die Muhasaba, das mit sich selbst abrechnen, eben den Menschen etwas einschränkt in seinem Handlungsfreiraum. Er sagt hier, die Mu'minun sind ein Volk, die vom Koran gefesselt wurden. Sie wurden vom Koran gefesselt. Er meint damit, er hat sie ja nie etwas eingeschränkt. Aber das Einschränken muss nicht immer etwas Negatives sein, oder? Wenn du deinen Kindern etwas verbietest und sie daran hinderst, gewisse Dinge zu tun, und du schränkst sie ja damit ein, was für sie schädlich ist, was für sie in der Zukunft oder jetzt im aktuellen Moment nachteilig sein könnte, ist das eine negative Form der Einschränkung? Das ist keine negative Form der Einschränkung. Das dient dem Wohl deiner Kinder. Oder wenn du deinen Kindern etwas zurückenthältst, es ihnen vorenthältst, aufgrund ihres Wohles, das ist kein schlechtes Verhalten. Jedenfalls, er sagt, die Mu'minun sind ein Volk, das vom Koran gefesselt wurde. Und dann sagt er, فَحَالَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ هَلَكَتِهِمْ. So ist er, also der Koran, zwischen ihnen und ihrem Verfall gekommen. Also er hat sie vor dem moralischen Verfall oder vor dem Verfall in der Akhira geschützt. Und dann sagt er, er erklärt das in einer anderen Aussage nochmal, in einem anderen Ausdruck, in Anlehnung auf ein Hadith, er sagt, die Mu'minun sind Gefangene auf dieser Welt. Der Mu'min ist ein Gefangener, der versucht, sich frei zu kämpfen. Das lehnt auf einem Hadith, in Anlehnung auf ein Hadith, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, die Dunya ist das Dunya Sijnul Mu'min wa Jannatul Kafir. Die Dunya ist ein Kerker, ein Gefängnis für den Mu'min und ein Paradies für den Kafir. Hier gibt es einen interessanten Vorfall, der in den Büchern der Al-Rijal erwähnt wird, dass Ibn Hajar war einmal unterwegs auf einem edlen Pferd und in Begleitung von vielen Menschen, und ein Jude, der etwas herabgekommen war in seiner Kleidung und seinem Zustand, er sagte zu ihm, er ist zu ihm hingegangen und sagte, sagte denn nicht euer Prophet, der Mu'min, die Dunya ist für den Mu'min ein Gefängnis und für den Kafir ein Paradies? Er meint damit, ja, schau mich an und schau dich an. Schau an, du bewegst dich wie ein König, und schau mich an, ich bewege mich in meinen Lumpen hier. Wer ist denn wahrscheinlicher oder wohl eher im Gefängnis, ich oder du? Dann sagte er, du hast recht. Er sagte, denn das, was wir hier erfahren, auch wenn es mal dem Mu'min besser geht oder schlechter geht, ist hinsichtlich dem, was uns in der Akhira zusteht, tatsächlich wie ein Gefängnis. Und das, was dir hier zusteht, ist in Betracht dessen, was auf dich zukommen wird in der Akhira, wie ein Paradies. Versteht ihr? Na. Ja.